Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Wir stellen Ihnen jede Woche ein Tier vor, das unbedingt ein neues Zuhause sucht. Heute stellen wir Ihnen Max vor. Max wohnt noch im Tierschutzsiegerdorf Großdöbbern, aber mit der heutigen Sendung wollen wir natürlich erreichen, dass er ein neues Zuhause findet, oder? Genau. Hallo Annette, erzähl uns doch etwas über Max. Der Max ist ein Golden Retriever Mischling, also ein besonders großes Exemplar eines Golden Retrievers, aber mit einem Golden Retriever Charakter, also ein sehr, sehr freundlicher, netter Hund. Ein bisschen ein kleines Sensibelchen so. Mhm. Ne? Hatte leider bisher keine schöne Vergangenheit. Er ist beschlagnahmt worden vom Veterinäramt aus schlechter Haltung zusammen mit 12 weiteren Hunden. Hunde haben dort eigentlich nur in Verschlägen und in Schlamm und Dreck gelebt, haben nichts kennengelernt von der Umwelt. Mhm. Ne? Es gab halt Fressen und das war alles. Mhm. Und ja, er und noch ein paar weitere von seinen Kumpels sind dann zu uns gekommen und wir suchen für den, also er ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt, für den echt netten Rüden ein gutes Zuhause, wo er jetzt als Familienhund leben kann, wo er auch mit im Haus mit rein darf, also wo er nicht bloß jetzt draußen wieder irgendwo da weggesperrt wird, ne? Ja. Weil er ist ein sehr sanfter Hund, er ist ein sehr netter, freundlicher Hund, auch sehr gut verträglich mit anderen Hunden, also muss natürlich noch alles lernen. Dadurch, dass dieser Hund ja bisher völlig isoliert gelebt hat, da auf diesem Hof, da in diesen Verschlägen, hat er natürlich noch nichts kennengelernt, wie zum Beispiel jetzt an der Straße mit Autos lang zu laufen oder Bahn fahren oder überhaupt halt so ein Leben in der Wohnung. Jetzt, wenn der Fernseher läuft, wenn ein Staubsauger geht, das kennt er natürlich alles noch nicht. Da muss seine neue Familie ihn schon behutsam ranführen, ne, und auch da genügend Einfühlungsvermögen besitzen. Aber ich sag mal, er ist ein sehr junges Tier und er wird das alles verdammt schnell lernen. Ne? Es ist ja, also die Goldies, das sind ja auch sehr lernwillige Hunde. Ne? Und mit ein paar guten Leckerchen wird man bei ihm ganz schnell alles hinbekommen. Also wir wünschen für uns halt, also für ihn halt wirklich eine richtige Familie, gerne auch mit netten Kindern. Nicht zu kleine, sondern schon so ein bisschen, sage ich mal, ab 10 Jahre, ne? Weil es ist ja kein Spielzeug. Ne? Und ja, einfach Leute, die Zeit haben für ihn, damit er sich eingewöhnen kann und damit er auch am Anfang die Ängste, die er vielleicht hat, dann auch langsam abbaut. Aber er hat auch einen ganz sanften, macht einen ganz sanften Eindruck. Ne? Also er ist wirklich so auch entspannt. Er ist ein Gemütshund, genau. Das auf jeden Fall. Aber er hat eben auch noch seine Ängste und damit muss man natürlich auch erstmal dann umgehen können. Also zum Beispiel kann er auch noch neben dem Auto mitfahren. Na, also da muss man ihn jetzt halt eben langsam an alles gewöhnen, alle so die alltäglichen Dinge, die da so sind, die man jetzt als Familienhund dann bringen muss, das muss er jetzt eben kennenlernen. Aber das wird klappen. Ich denke mal, der erste Schritt wird auch sein, hierher zu kommen, ihn mal zu nehmen und erstmal hier bei euch rumzulaufen, euch zu fragen, was muss ich beachten und dann langsam halt an die neue Familie heranführen. Genau. Haus mit Grundstück wäre schon Bedingung für ihn. Ich denke mal, das ist auch für jeden, für den großen Hund eh immer günstiger. Genau, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann bedanke ich mich. Tja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, Max ist wirklich ein ganz, ganz toller Hund, ein Sensibelchen, aber das ist ja nicht schlecht. Wenn Sie ihn kennenlernen möchten, dann kommen Sie einfach her, Sie haben es gehört, hier gibt es ja Gassi-Stunden, dann kommen Sie her, gehen Sie mit ihm spazieren, lernen Sie ihn kennen und dann verlieben Sie sich in ihn und nehmen Sie ihn dann mit. Das wäre ganz toll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Ramona Engelmann.